Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland 2 Director's Cut mit mir als Gentleman. Wir sind inzwischen wieder hier dabei voranzupreschen. Und den Tempel des Titans zu erforschen. Außerdem, warum habe ich eigentlich meinen Hauptcharakter noch nicht geheilt? Dieser riesige Großrechner ist zweifellos der Startcomputer. Von diesem Stuhl aus könnte man des Titans Zorn entfachen. This right here is the most dangerous place in the wastes. Ja. Nicht schießen, Ranger. Ich will mit euch reden. Vater Enola, ihr habt unser kleines Geheimnis also gelüftet. Titan ist ein Museumsstück, ein stillgelegter Gott. Seine Macht beraubt. Der ist schlecht. Unter normalen Umständen würde ich euch töten, um unsere Version der Wahrheit zu schützen. Aber ihr habt Glück. Ich brauche gerade talentierte Leute. Und ich bin bereit, die Todesstrafe aufzuheben, wenn ihr einen kleinen Job für uns erledigt. Werdet ihr mich anhören? Warum nicht? Danke. Dann will ich euch von unserem Problem sagen. Wie ihr gerade herausgefunden habt, haben wir den Canyon einen Bären aufgebunden. Aber es war eine gute Lüge. Die Angst vor dem Zorn des Titanen hat 15 Jahre lang den Frieden bewahrt. Aus Sorge, dass die Lüge irgendwann auffliegen würde, haben wir einen Bruder Dryde, losgeschickt, um eine Scharfrakete zu finden, damit unser Bluff kein Bluff mehr ist. Leider hat sich Bruder Wright gegen uns gewandt und uns die Rakete nicht gebracht. Stattdessen versucht er seit 3 Jahren, sie zu reparieren, um Rache an uns zu nehmen. Er muss aufgehalten werden. Wir wollen, dass ihr Wright tötet und seine Rakete zum Tempel bringt. Unsere Lüge muss zur Wahrheit werden. Werdet ihr es tun? Ja, wir könnten theoretisch das tun, eine Fake-Rakete vorbeibringen. Oder wir gehen gleich in großen Krieg mit den Monks. Hier haben wir eine Handvoll schwer bewaffneter Monks. Schwere Entscheidung. Das sind 2, 4. 6 gegen uns 7. Sie werden garantiert die erste Aktion haben, wahrscheinlich ordentlich Damage machen, aber theoretisch. Ich versuch's.
Aua. Aua. Weniger. Freunde. War der Kampf eigentlich gar nicht. Der Hauptcharakter braucht einen großen Sunnypack. Und er einen mittleren. Könnte mal dieser Alarm abgeschaltet werden. Hier muss doch irgendwo eine Kontrollplatine für diesen scheiß Alarm geben. Auf den ersten Blick scheint es wirklich eine bedrohliche Apokalypse bringende ballistische Interkontinentalrakete zu sein. Bis ihr einen Zettel bemerkt, auf den steht Titanrakete, schön gelegt für eine Museumsausstellung. 95 Titan ist ein Betrug. Schöne Dinge. Schildschloss wieder repariert. Also Alarmanlage, die nervt. Scheiße! Liebe Leute,
Warum laufe ich blind so weit voraus? Okay. Stimmt, den sollen wir ja noch verschlüsseln. Von Kontrollplatine. Habe ich nicht hier irgendwo ein Utility mitgegeben bekommen, um das Teil zu verschlüsseln? Scheint nicht. Irgendwo muss ich doch was haben. Nein, das war's nicht. PDA. Funkkontrollplatine. Die dürfte wahrscheinlich auch dann. Ah, hier haben wir den Code Trembler. Den hatte sie in der Tasche. Verschlüsseln wir eine unnütze Rakete? Ist doch so und so eine ganz gute Lösung. Ich vermute zwar, dass es mich nochmal in der wertesten beißt. Weil die Jungs aufgemischt haben. Bei dem ist dann halt so.
Aber ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Punkt wieder für einen Cut.